Sie ist gerade einmal 11 Jahre alt und hatte schon den ersten großen Live-Auftritt im Fernsehen. Lilias Lutz-Baumhöger aus Trier komponiert und singt ihre eigenen Lieder und hat es damit bis in das Finale der Show Dein Song vom Kinderkanal geschafft. Dort durfte sie als Lilly zusammen mit ihrem Promi-Paten, Babs-Sänger Wolfgang Niedecken, ihren Titel präsentieren. Lilias konnte den Bab-Routinier sogar noch etwas beibringen. Also ich habe Wolfgang Niedecken dann gefragt, ob er auch Gitarre spielt, E-Gitarre. Und dann hat er genickt und dann habe ich ihm einen neuen Akkord beigebracht. Und das ist jetzt sein Lilly-Akkord. Live im deutschen Fernsehen. Da wird man gesehen. Das erfuhr Lilia spätestens, als sie wieder nach Hause kam. Also es haben total viele mich drauf angesprochen und mir gratuliert. Und also sie haben auch alle gesagt, dass es ein toller Auftritt war. Sogar Fanpost fand den Weg in Lilias Briefkasten. Zum Beispiel ein 5,5-jähriger Junge hat mir geschrieben, dass er auf einer Musikschule ist und dass er gerne mal mit mir zusammen Musik machen würde. Jetzt ist Lilias wieder in Trier und komponiert mit noch größerer Motivation an ihren nächsten Titeln. An die 30 Lieder hat sie schon komponiert. Musik gehört für sie schon lange zum Alltag. Also, als ich 3 war, habe ich das Keyboard von meinem Großvater geerbt und habe dann direkt angefangen zu spielen. Und ich habe so eigentlich schon immer gesungen, aber so richtig singen, jeden Tag so, das mache ich irgendwie seit ich 10 bin. Auch in Zukunft wird Musik eine bedeutende Rolle für Lilia spielen. Doch zunächst wird sie ein Jahr zusammen mit ihrem Vater in Mittelamerika, in Honduras, verbringen.